Irgendwas Interessantes. Können die mal aufhören, hier die ganze Zeit irgendwelche fancy Effekte zu machen? Okay, ich gehe erstmal hier lang. Und gucke mal, was ist das hier? Aha, irgend so ein komisches Board. Naja. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin sollte. Ich könnte mal auf der Karte gucken. So ganz theoretisch. Der suspekte Seemann. Ach so. Ah. Hier geht's fast wie zu Hause. Und wo ist das andere? Das ist da hinten, ja. Hermetiker-Gilde. Was ist da? Untere Decks. Nicht harmonisiert. Ah. Untere Decks, da war doch was. Ich sollte doch auch auf das untere Deck gehen und mich da irgendwie mit diesen komischen Dingen, das komische Ding andrücken. Kann ich da jetzt einfach irgendwie, muss ich das jetzt, jetzt kann ich mich damit harmonisieren. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich bin da angekommen. Das bedeutet jetzt, hey, du bist neu in der Stadt, was? Hat Valeron dich hergeschickt? Spricht für dich, dass du seinen Ratschlägen folgst. Der alte Seebär ist ein unerschöpflicher Quell nützlichem Wissens. Den sollst du dir warm halten. Wer ist er? Ah, da ist er. Ich hingegen bin bloß ein einfacher Wachmann, der in Limsa Luminsa seinen Dienst schiebt. Nur auf dem Gebiet der Ätherreisen macht mir so schnell keiner was vor. Lass mich dir die Sache in simplen Worten erklären. Dieser Ätherit hier ist eigentlich nichts anderes als ein riesiger Brocken kristallisierten Äthers. Er wurde so modifiziert, dass er jegliche Materie, auch Personen, zu Ätheriten an anderen Orten teleportieren kann. Die Zauberrückführung und Teleport fußen auf denselben Prinzipien. Ohne Ätheriten würden die hier gar nicht funktionieren. Ätheriten stehen an allen wichtigen Orten und Plätzen Eorseas. Gar nicht auszudenken, wie mühsam das Leben für euch Abenteurer gewesen sein muss, bevor es sie gab. Die Rennerei über halbe Kontinente muss wahrlich ermüdend gewesen sein. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dich mit jedem Ätheriten zu harmonisieren, dem du über den Weg läufst. Im Anschluss kannst du dich dann jederzeit zu ihm teleportieren. In der Stadt gibt es noch einige weitere kleinere Exemplare. Fang am besten mit denen an. Wenn du darüber hinaus noch Fragen zu Ätheriten oder Teleportationsmagie haben solltest, bin ich jederzeit für ein Gespräch zu haben. Bis dahin, gehabt dich wohl. Rückführung erlernt. Oh. Du hast deine Energie mit der des Ätheriten harmonisiert und kannst nun mit Hilfe der Rückführung gegebenenfalls zu ihm zurückkehren. Das ist schön. Jetzt habe ich quasi sowas wie einen Teleport bekommen, ja? Die Rückführung kann verwendet werden, um Kram, Karte und Transport, Rückführung. Ah, alle 15 Minuten in Erdenzeit, oha. Ja, okay. Dann möchte ich jetzt wahrscheinlich hier nach unten, denn da war irgendwie das mit dem komischen, bösen Seemann, wa? Verstehe, vielen Dank, dass du extra den Weg auf dich genommen hast, um mir Bescheid zu sagen. Ach, das ist die schon. Könntest du auch Frütwüb auf der östlichen Handelsstraße die Warnung zukommen lassen? Sie steht in ständigem Kontakt mit vielen Abenteurern und wird dafür sorgen, dass die Warnung alle erreicht. Naja, dann. So, dann muss ich trotzdem erstmal mit dem hier reden, glaube ich. Swassblad. Nee. Ist das der? Moment, wer bist du? Ah, du bist das. Gehilfen. Hallo, hier ist die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Ein dubioser Seemann versucht, unerfahrene Abenteurer anzulocken? Danke für den Hinweis. Hier auf der östlichen Handelsstraße kommen Händler und Abenteurer aus allen Ecken Eorseas zusammen. Da sind auch ein paar zwielichtige Gestalten dabei. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Warnung herumspricht und meine Augen offen halten. Tada, wir kriegen gerade eigentlich Dunkelmaterie. Aha. Damit kann man Sachen reparieren, scheint mir. Okay, wir haben das abgeschlossen. Gibt Erfahrung, ist immer gut. So, jetzt aber nach hier oben. Ah, ein Abenteurer mit einer Nase für unschlagbar günstige Preise und gute Geschäfte. Willkommen auf Limsa Luminsas Handelsstraße, wo kaufwillige Kunden alles finden, was ihr Herz begehrt. Zu gerne würde ich dir noch mehr über unsere fantastischen Angebote berichten, doch gerade heute hat ein neuer Frachter im Hafen angelegt und nun wollen unzählige Lieferungen bearbeitet werden. Oh, mein Oktant! Den hat Baderon dir mitgegeben, sagst du? Welch ein Segen! Den hatte ich schon überall gesucht. Vermutlich ist er mir aus der Tasche gefallen, als ich in der ertränkten Sorge neulich mal wieder ein paar meiner Sorgen ertränkt habe. Hehe. Swassblad. Okay.
Ach so, das Formular. Ja, hier. Kannst du haben. Du bist grün und hast pinke Haare und eine Brille. Dude. Wie siehst du denn aus? Ich war schon drauf und dran, mir aus Verzweiflung wieder die Kante zu geben. Der Oakland hat nämlich großen sentimentalen Wert für dich, musst du wissen. Er ist ein Erinnerungsstück an meine Zeit als Kapitän auf See. Na gut, dann will ich die Arbeit mal einen kurzen Augenblick ruhen lassen und dich zur Feier des Tages in die Geheimnisse des Handels in Limsalominsa einweihen. Alles, was das Abenteurer Neulings Herz begehrt, findest du hier in den zwei überdachten Marktarkaden, ich habe dieses Wort nicht kapiert, der östlichen und der westlichen Handelsstraße. Sicher wirst du unterwegs auch mal kämpfen müssen. Da können ein paar schlagkräftige Waffen, magische Tränke und solides Rüstzeug nicht schaden. Muss ich erwähnen, dass du all dies hier bei uns erwerben kannst, zu Vorzugspreisen, die sich sehen lassen können. Schlag zu, solange der Vorrat reicht, mein Lieber. Auch Tränke und Materialien aller Art findest du bei uns in Hülle und Fülle. Alles natürlich von feinster Qualität, denn unsere Händler sind ehrbare Leute, die sich ihren Namen nicht durch schnelle Geschäfte mit billigem Ramsch ruinieren wollen. Ich will nicht Swassblad, nee, ich will auch nicht Swassblad heißen. Wenn du nicht für jeden deiner Wünsche bei uns den passenden Laden findest. Schau dich einfach mal um, denn Grau ist alle Theorie. Und lass, was ist das denn für ein Spruch? Schau dich einfach mal um, denn Grau ist alle Theorie. Und lass dir die Kauflust von einem Missgriff nicht verleiden. Es gibt schlimmere Fehlinvestitionen als das Zahlen von Lehrgeld. Aha. Weiser Spruch, mein Freund. Weiser Spruch. Und er hat sogar noch was zu tun für mich. Guck mal. Naja dann, erzähl mal. Inspektor Swassblad bittet dich, ihm bei einer Erhebung zur Preisentwicklung zu helfen. Boah. Schaust mir wie ein... Ich kann nicht mehr reden. Und ich drücke vor allem das immer weg. Ich will einfach nur meine Kamera an sich drehen, aber das geht nicht, während ich in einem Gespräch bin scheinbar. Nein, so schwer ist das nicht. Du musst dich nur als Kunde ausgeben, in bestimmten Läden nach Preisen von bestimmten Waren fragen und deine Ergebnisse auf einer Liste zusammenstellen. Die Händler, die ich überprüfen möchte, sind Eiserner Donner, Kyokyoron und Sünehil. Trage die Preise in dieses Formular ein und bringe es zu Bersing auf der westlichen Handelsstraße. Naja, von mir aus. Da muss ich nur gleich mal... Ich möchte erstmal mit der komischen Gilfin reden. Ein wunderschönen Tag. Du willst einen Gilfen anstellen. Gilfen erleichtern viel beschäftigten Abenteurern das Leben beträchtlich. Sie helfen ihnen bei der Verwaltung ihres Inventars. Es tut mir wirklich leid, aber so einem jungen Spund wie dir kann ich noch keinen Gilfen vermitteln. Sehe ich erst einmal etwas in der Stadt um und erledige ein paar Arbeiten für die Bürger und mach dir einen Namen als Abenteurer. Dann sehen wir, ob ich jemanden passenden für dich finden kann. Ich wusste gar nicht, dass ich mir Leute kaufen kann. Das klingt auch nicht so toll. Hier nerven mich die ganzen tausend Namen hier. So, der eiserne Donner war das einmal, ne? Mit dem sollte ich reden, das ist ein Rüstungshändler, na dann. Willkommen in meinem Laden, ich führe nur Qualitätswaren aus dem Haus Naldik und Vimelli. Alles funkelnagelneu, keine Gebrauchtwaren. Die hohe Qualität hat ihren Preis, aber bei Rüstung sollte man nicht sparen. Man will schon, dass sein Helm im entscheidenden Augenblick in tausend Teile zerbricht. Das ging jetzt aber flott. Sammler, Handwerker, Krieger, Magier. Zeig mir mal die Rüstung. Händler. Hallo. Ja, dass ich Sachen kaufen kann, war mir schon klar. Zurückkaufen. Okay. Kann auch was verkaufen. Ein Gil sind die Dinger wert, na dann. So, eine Hanfrobe. Ich möchte eigentlich dringend eine Hanfrobe haben. Die sind aber alle relativ teuer. Zumindest für das, was ich so habe. Kann ich mir... Moment. Kann ich so teuer? Es geht. Aber die sind alle stufengebunden. Deswegen kann ich die alle gar nicht benutzen. Ab Stufe 5 zum Beispiel. Ich bin immer noch Stufe 1. Ich kann eigentlich gar nichts davon tragen. Ne, dann lassen wir das mal. Okay. Ist noch jemand von den Typen hier? Sinehil? Nee. Juwelierin? Materialhändlerin? Arzneihändlerin? Delikatessenhändlerin? Na gut. Marktbrett. Was ist denn ein Marktbrett? Drück mal drauf. Ah. Das ist so ein... Ah. Da können andere Spieler Sachen verkaufen. Nee, lass mal. Ist gerade nicht so wichtig. Ganz kurz auf die Karte gucken. Hier war sonst nichts Wichtiges mehr, ne? Nö.
Du musst jetzt nächstes Nacht da vorne hin. Marktforschung weiter betreiben. In Stadt-Etherit? Kann ich mich da auch... Da kann ich mich dann auch rumteleportieren, oder wie? Aha. Aha, damit kann ich mich dann... Du hast einen Zugang zum Etheritennetz. Indem du einen Stadt-Etheriten berührst, kannst du dich frei zum anderen Punkt des Etheritennetzwerks der Stadt bewegen. Ah. Brauche ich... Kann ich mich zu jedem Etheriten in der Stadt teleportieren? Naja, ist erstmal egal. Können wir immer noch gucken. Also, wie sieht's bei dir aus? Du siehst aber, wer bist du? Was bist du vor allem? Du siehst ja aus. Okay. Hereinspaziert. Kyokyohon heißt dich willkommen. Alles Gute, Vari. Ja, alles gut. Sieh dir alles an. Bitte sehr. Aha. Ich habe jetzt nicht verstanden, was der genau hat. Kyokyohon gerne tauschen. Gibst du Kyokyohon Glitzer, ja? Kyokyohon hat großen Traum. Er braucht viel Glitzer. Naja, dann von mir aus. Waffenhändler? Und Werkzeugmacher. Einen schönen guten Tag. Bist du neu hier? Ich würde dir gerne einen Vorzugspreis geben, aber ich muss mich streng an die marktüblichen Preise halten, damit alles in Ordnung hat. Wonach suchst du denn? Eigentlich nach gar nichts. Ich möchte mal gerade nochmal mit dem Waffenhändler quatschen. Aha. Zerschlissene Streitaxt. Schilde. Ah, das sind Bücher hier, oder? Ja, das sind Bücher. Ich habe leider gerade keine Ahnung, was ich so anhabe. Oder was ich so habe, sagen wir es mal so. Oh, ich glaube, ich habe genau dieses Ding. Das ist ja prima. Okay, fast schon. Dann kann ich ja jetzt dem Typen das geben. Und dann muss ich, glaube ich, tatsächlich hier auch... Muss ich hier nicht irgendwo hin? Egal. Benzin. Du bist die Hilfskraft, die verdeckte Preiserhebung durchgeführt hat. Dann zeig mal deine Preisstudie. Boah, ne? Das ist meine Studie, die kannst du gerne haben. Deine Studien zufolge haben wir keinen Preiskampf zu befürchten. Die Preise liegen im Rahmen üblicher Marktschwankungen und sind saisonbereinigt stabil. Na dann. Wir halten die Preise auch deswegen im Auge, weil verdächtig günstige Angebote auf nicht sanktionierte Piratenbeute schließen lässt. Und illegale Piraterie können wir nicht zulassen. Okay. So. Wo muss ich als nächstes hin? Bin ich schon dran vorbei? Nee, da muss ich hin. Da ist nämlich die komische Gilde. Und... Oder? Ist hier sonst noch irgendwas? Ne. Ich glaube, ich habe hier mit allen geredet. Ich gucke mich nochmal kurz um. Ich sehe sonst nichts mehr. Guten Tag. So. Hüpf. Kann ich nicht. Ach ja, ich kann rennen. Das ist irgendwo da ganz hinten. Das ist aber nur so ein Kurzsprint. Ah. Fährenanleger? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Hallo? Hallo? Ich möchte eigentlich ganz gerne rein. Wie komme ich denn da rein? Ah, ach so, die Tür geht von selber. Ich dachte, ach. Oh Gott. Okay, machen wir erstmal das hier, weil das da haben wir schon. Also da geht es dann wirklich weiter. Also machen wir erstmal das. Herr Planflix, Lauschlieb kommt also nicht persönlich. Ohne eine Warenauflistung sind wir gezwungen, ihm den Handel innerhalb der Stadtgrenze zu untersagen. Ich kann mein R nicht rollen. Bitteschön. Aber ein Formular. Sieh mal eine an, da ist ja die Warenauflistung gerade noch rechtzeitig, sehr ordentlich. Der gute Herr Planfix Lauschlieb, wenn er doch nur seine Angst vor der Zollbehörde überwinden könnte. Dieses Formular muss nämlich jeden Monat eingereicht werden. Würdest du ihm das ausrichten? Solange man nur seine Formulare einreicht, ist jeder Händler, egal wo er kommt, in Limsa Luminsa herzlich willkommen. Ja, dann muss ich dem nachher wohl nochmal seinen Kram da... Okay, sprechen wir erstmal mit Murie. Sei gegrüßt! Möchtest du dich als freiwilliges Versuchsobjekt für die magischen Forschungen der Hermetiker-Gilde melden? Nein? Wie kann ich dir dann helfen? Die Hermetik ist leicht zu erklären, aber schwer zu begreifen. Lass es mich versuchen. Sie beschäftigt sich mit den verborgenen Geheimnissen des Lebens und studiert geometrische Muster, sogenannte Äthergramme, mit denen die magische Kraft des Äthers angezapft und manipuliert werden kann.
Und du möchtest also der Gilde beitreten. Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verschwenden. Es gibt ein paar Dinge, die jeder Neuling über die Hermetiker-Gilde wissen sollte. Die Hermetik hat ihren Ursprung in einer Zahlenlehre, die auf den südlichen Inseln entwickelt wurde. Ziel dieser Lehre war es, natürliche Phänomene mittels einer mathematischen Ausdrucksweise zu beschreiben. Diese Methode wurde von Zauberkundigen aufgegriffen, die begannen, magische Phänomene in der Sprache der Mathematik auszudrücken. Als sich daraus schließlich eine eigene Geometrie entwickelte, die Zauberei durch Ettagramme darstellt, war die Hermetik geboren. Die Hermetiker, die per Handelsschiff nach Limsa Luminsa kamen, wurden als Intellektuelle geschätzt. Sie nahmen hohe Positionen ein, zum Beispiel als Berater des Admirals oder Verfasser von Gesetzen. Traditionell erforderte die Ausbildung zum Hermetiker ein striktes Meister-Lehrlings-Verhältnis, weswegen die Hermetiker als Magie der wenigen bekannt war, nur etwas für Auserwählte. Das klingt wie tatsächlich wie ein bisschen wie ein Mathematikstudium. Der Admiral aber hat den Nutzern der Hermetik erkannt und die Gründung einer Einrichtung unterstützt, in der die Hermetik erforscht und unterrichtet werden sollte. Richtig, die Gilde der Hermetiker. Kluger Junge. Jeder, der die Hermetik erlernen möchte, muss Mitglied der Gilde werden. Es ist ein schwieriges Gebiet, für das sich nicht jedermann eignet. Wenn du aber dennoch beitreten möchtest, dann sprich mich einfach noch einmal an. Naja, muss ich wohl, ne? Erzähl mal. Du bist dir also sicher, dass du der Hermetiker-Gilde beitreten möchtest? Ja, schon. Husin. Na dann. Murie, die Rezeptionistin der Hermetiker-Gilde, gibt interessierten Abenteurern eine Einführung in die Arbeit der Gilde. Ausgezeichnet. Dann musst du nur noch deinen Namen und dein Geburtsdatum auf diesem Ettagramm eintragen, mit deinem eigenen Blut unterzeichnen und beim nächsten Vollmond... Haha, kleiner Hermetiker-Scherz. Na dann. Die Formalitäten sind schon erledigt. Jetzt müsstest du nur noch mit dem Gildenmeister sprechen. Aber dieser Posten ist zurzeit nicht besetzt. Momentan wird die Gilde von der stellvertretenden Gildenmeisterin Tupürgeim geführt. Sie wird sich deiner annehmen. Sie ist eine höchst liebenswürdige Person, die sich um die Belange der Gilde mit mütterlicher Hingabe kümmert. Sie steht dort vor dem Bücherregal. Sprich sie einfach an und stell dich vor. Okay.